Und damit ein wunderschönes Ahoi, Ahoi, liebe Spaßgesellschaft und willkommen zurück zu Let's Play Stronghold. Wir sind bei Mission Nummer 4, der geheime Außenposten. Und ich sag's gerne nochmal, Mission 4, der geheime Außenposten. Eine Botschaft von Sir Longarm ist eingetroffen. Ich hoffe, wenn diese Nachricht bei euch eintrifft, konntet ihr diese lästigen Wölfe ohne größere Zwischenfälle beseitigen. Jetzt bitte ich euch um einen Gefallen. Beginnt mit der Errichtung eines Außenpostens an der Grenze zum Gebiet des Herzogs de Puce. Ihr helft mir damit, die Stärke der Truppen der Ratte einzuschätzen. Ihr dürft jedoch unter keinen Umständen Lord Woolsack benachrichtigen, wenn euer Auftrag erledigt ist. Die Ratte wuchs als gewöhnliches Kind in den Ländereien der Familie de Puce auf. Der Herzog zeigte sich seiner Mutter gegenüber wohlgesonnen und sorgte dafür, dass ihr keine Steuern auferlegt wurden und dass sie genug zum Leben hatte. Jahre später kam ein Botschafter des Weges und es stellte sich heraus, dass der Vater der Ratte eben jener Herzog de Puce war, für den seine Mutter einst als Schankdirne gearbeitet hatte. Ein tragischer Unfall, bei dem die gesamte Familie de Puce von der See verschlungen wurde, brachte die Ratte an die erste Stelle in der Erbfolge um den Titel des Herzogs. Sucht euch eine geeignete, hochgelegene Stelle nahe den Ländereien des Herzogs de Puce und beginnt mit der Errichtung des Außenpostens. Der hölzerne Bergfried bietet mehr Schutz als ein einfaches Gebäude. Nehmt euch einige Rinder für die Zucht. Das Land dort ist gut dafür geeignet. Und lasst euch nicht vom Feind sehen. Solltet ihr trotzdem entdeckt werden, lasst keinen entkommen, der euch verraten könnte. Die Hügel können eure Bogenschützen zu ihrem Vorteil nutzen, indem sie von oben herabschießen. So, unser Ziel ist klar, beseitigt alle feindlichen Truppen. Und bei diesen Missionen ist es immer so, Zeit bis zur letzten Schlacht. Der Balken füllt sich mit der Zeit. Zwischendurch werden immer wieder kleinere Angriffswellen kommen. Und wenn er voll ist, kommen die letzten Einheiten. Und wenn wir die besiegt haben, dann ist die Mission vorbei. Strategie: Platziert zuerst euren Bergfried auf ein Hochplateau. Verteidigt eure Position mit Wellen, Plattform und einem Torhaus. Hinweise: Nutzt das Gelände weise, da Bogenschützen in hohen Positionen einen Vorteil haben. Käsereien sind produktiver als Jagdhütten, brauchen jedoch länger, um in Produktion zu gehen. Daher solltet ihr sie gut verteidigen. Käserei, ja, okay, hier werden Kühe gezüchtet, die mir dann Käse bringen, auf lange Sicht. Natürlich erst Milch und dann wird daraus Käse gemacht. Und in späteren Missionen kann sich ein Gerber an den Kühen bedienen, damit er mir Lederrüstung fertigt. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Das kommt später. Wie ihr seht, haben wir jetzt auch einen richtigen Bergfried und auf dessen Platziert Dach... Platziert euren Kornspeicher, Sire. ...können wir auch Bogenschützen positionieren, was wiederum mehr als praktisch ist. So, den machen wir mal dahin. So, fangen wir mal mit den Holzfällern an. Kommt hier unten einer hin. Da kommt einer hin. Hier oben kommt einer hin. Und da kommt einer hin. Würde ich jetzt erstmal so machen. Dann Käse rein. Jede Menge Käse, 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 Käse. Mein Fürst, würden Sie beiseite treten? Mir gelüstet nach einer Käserei. Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Oh nein! Jetzt ist es soweit. Ich baue jetzt einfach mal dreisterweise einen fünften Holzfäller. Einfach damit die Holzproduktion niemals zur Neige geht. Ich werde auch mal eben kurz das Vorratslager ein kleines bisschen erweitern. Nein, da ist kein Platz, weil ein Bäumchen steht. Okay, dann machen wir es unsymmetrisch. Ausnahmsweise mal. Kann ich schon irgendwas anderes nehmen? Mir fehlt für alles wirklich gerade Holz, außer für eine weitere Holzfällerhütte. Welche Ironie. Aber gut, nicht weiter schlimm. So, was denn? Das Volk liebt euch, my Lord. Okay. Ich werde auf jeden Fall mehr Käse reinbrauchen, damit ich hier... Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ja, ich weiß. Damit ich hier den Nahrungsmittelausstoß erhöhen kann und damit ich Steuern erheben kann, damit ich mir meine Armee leisten kann. Wir benötigen Holz. Ja, ich weiß. So, und erst wenn da drei Kühe stehen, glaube ich, dann kann die Produktion überhaupt erstmal anfangen. Was jetzt bei beiden der Fall ist, ja, da werden die ersten Kühe gebunden und der erste Käse wird produziert. Sehr schön. Zack, so eine Käserei mehr. Ich würde sagen, eine sollte mindestens noch kommen. Also auf lange Sicht auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich mache das erstmal so. Ich werde tatsächlich erstmal eine Pfeilmacherei und eine Waffenkammer positionieren, dass ich schon mal anfangen kann, Pfeile zu produzieren. Denn ich brauche irgendwann auch mal ein paar Trüppchen, ne? So Defense und so, you know.
Ach komm, ein Holz, echt jetzt? Ja, Gott sei Dank kommen da zwei weitere Holzfäller mit Holz vor der Hütte. Wir benötigen Holz. Ja, haben wir doch jetzt. Das reicht sogar direkt für die nächste Fallmacherei. Und da da vorne schon der nächste Holzfäller kommt, wird es auch, glaube ich, gleich reichen für die Waffenkammer. Ich weiß gerade gar nicht. Ja, wir benötigen das reicht Holz. Locker. Die kommt dann dahin. Und dann sind alle durch. Wobei, machen wir es so. Dann kommt der Holzfäller auch noch da vorbei. Komm. Zack. Also, als nächstes brauche ich unbedingt Häuser. Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Das Holz fehlt. Aber Gott sei Dank ist Captain Holzfäller unterwegs. Ja, ich glaube, ich brauche mehr Käsereien, weil die Futter mehr, die haben. Wir benötigen Holz. Zack. Also, habe ich schon genug? Wir benötigen mehr Holz. Mein Gott, wie viel Holz brauche ich denn? Ist ja unglaublich hier. Was machen meine Lebensmittelvorräte? Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Na, ich hab's gefürchtet. Das Volk liebt euch, my Lord. Noch haben wir plus eins, weil wir unsere zwei verschiedene Arten schwinden von Lebensmitteln dahin, haben. Euer Gnaden. Noch allerdings. Die einen werden ziemlich bald weggefressen sein. Wir benötigen Holz. Zack. Mehr Käse. Ach. Ah, ich könnte dann sagen, Leute, esst mal bitte kein Fleisch, esst nur Käse. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Das könnte recht praktisch sein. So könnte ich mir am Ende vielleicht ein, zwei Stücke Fleisch aufbewahren, damit ich die ganze Zeit diesen +1-Bonus von der Stimmung mitnehme. Hm, gar keine schlechte Idee. Nein, nein, das soll jetzt kein Eigenlob sein. Nur dieser Gedanke, offen gesagt, als ich das früher gespielt habe, ist mir dieser Gedanke noch nie gekommen. Komm, Holz. Ja! Jetzt sollte ich mal langsam aber sicher anfangen, so eine Palisade und Unterkünfte zu bauen. Das könnte sich als nützlich erweisen. Machen wir das mal dahin. Und bin zur Stelle. Holen wir uns direkt schon mal drei Bogenschützen. Eure Befehle? Erst einmal auf unserem Bergfried positionieren. Einfach aus dem Grund, weil wir noch nichts haben. So, Moment. Wir brauchen auf jeden Fall hier unten ein Torhaus. Wie rum soll das stehen? Ja, machen wir es so. Ah, Mist, das war doof. Jetzt durch die Höhe ist hier, fehlt hier quasi eine Plattform. Das vergesse ich ganz gerne mal. Aber nun gut, so ist es halt. Die nächsten Holzfäller kommen schon. Ich hoffe, ihr seid nicht so irritiert, wenn ich ohne Ankündigung mal eben so das platt mache alles. Moment, ja, besser da noch. So, jetzt ist da alles dicht. Und da dürfte jetzt auch... Ja, wobei hier ist noch so eine kleine Lücke und da... Nee, da nicht. Gut. Alles klar, da haben wir es hier schon mal dicht und ich würde sagen, bin zur Stelle. Bogenschützen schon einmal hier rüber. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Das ist doch gelogen. Die wachsen stetig, wolltest du sagen, oder? Gibt's doch so, hä? Hm? Trau dich, komm. So. Ja, für Palisade haben wir gerade noch kein Holz, aber ist unterwegs. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Mal kurz gucken, Nahrung. So, das futtert jetzt mal bitte nicht. Ich will nämlich diesen Bonus behalten. Labt euch mal bitte einfach nur am Käse. Mein Fürst, verlasst bitte nicht einfach so die Burg. Das kann ich nicht gutheißen. So, hier haben wir noch so kleine Lücken. Da müssen wir aufpassen, weil wenn man die übersieht, dann hat man ratzfatz die Truppen im eigenen Land. Und das ist nicht gut. So, das dürfte es jetzt, glaube ich, gewesen sein. Ah, sollte wir haben uns entdeckt, Sire. Wie lauten eure Befehle? Oh, jetzt geht's schon los. Bin zur Stelle. Zack. Ja, sind auf dem Weg. Da sind sie, die Lümmel. Ich glaube, ich sollte nochmal ein Türmchen bauen. So mal ein bisschen an Höhe gewinnen hier hinten. So, da Bogenschützen bereit. Hin. Dann seid ihr nämlich wesentlich näher am Feind. Wir bauen nochmal ein paar Käse rein. Denn wir brauchen Käse, 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 Käse. Ah, die Schweine, jetzt machen wir hier die Holzfäller heute kaputt. Ich glaub's ja wohl. Ich glaube, takt. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer.
Oh, mir geht das Gold aus. Jetzt muss ich leider steuern. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Wir verlieren ein bisschen Gold, das Volk liebt euch, my lord. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Ah, okay, das mit der Nahrung funktioniert nicht so wie gedacht. Also, die Lebensmittelvorräte müssen tatsächlich auch an das Volk ausgehändigt werden, sag ich mal. Ja, hack, mein Holzfäller, hack sie platt. Oh nein! Ihr Schweine! Mein Gott, trefft doch mal, Jungs. Was ist denn da los mit euch? Hallo? Echt jetzt? Der letzte haut ab. Und keiner trifft? Mein Gott, Jungs. Was ist bloß los mit euch? Bin zur Stelle, mein Herr. So, dann müssen wir in Bewegung. Drauf. Ich überlege gerade, ob ich die Holzfäller wieder aufbauen will. Na, eigentlich brauche ich sie nicht, weil... Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ich glaube, von der Menge an Holz her reicht so dieser Zufluss, den ich gerade aktuell habe. Ich könnte aber mir vielleicht noch eine Fallmacherei gönnen. Dann würde ich wesentlich schneller an Truppen kommen. Na, jetzt, ob ich sobald ich das Gold habe, mache ich das auch. Das Volk schuldigt euch, Sire. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, mein Lord. Oh nein! Na super, jetzt verrecken wir alle Kühe. Jetzt müssen alle wieder von vorne anfangen. Das heißt, das war's erstmal. Oh nein, nicht umfallen! Nein! Betsy! Du warst mein bester Freund! So, komm da auch noch einen hin. Jetzt dürfte unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, Produktion auf jeden Fall reichen. Komm, ich brauche noch ein bisschen Gold, dann kann ich mir noch eine Fallmacherei lassen. Wir benötigen Gold. Und dann boxt der Papst im Kettenhemd, meine Lieben. Wir benötigen mehr Holz. Ach, jetzt habe ich kein Holz mehr, ich werde bekloppt. Stimmt, ich habe ja gerade noch eine Käserei gebaut. Ganz vergessen. So. Jetzt kann es losgehen. Und sobald das Gold reinkommt, werden die Bogenschützen nur so herabrieseln. Ja, ich baue doch keinen Holzfäller mehr. Ich hatte kurz überlegt, ob ich vielleicht nur einen Holzfäller bauen soll. Da habe ich aber nur einen Bogenschützen, der immer hier produziert werden kann. Das ist nicht gut. Bin zur Stelle. Zack. Eure Befehle? Rücken aus. So, dann sollten die wenigstens, denke ich mal, direkt zu mir kommen. Unsere Kundschafter melden eine weitere Gruppe mit Männern der Ratte, die sich uns nähert. Oh. Werden wir ihnen die Stirn bieten? Bin zur Stelle. Werden sie rasieren? Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Nicht gut. Jungs, produziert mal schneller Käse und mehr Käse. Vor allem mehr. Und schneller. Und mehr. Und beides. Und überhaupt. Ja, es läuft doch. Ich brauche nur noch zwei Bögen. Oder drei. Oder vier. Oder mehr. Die Truppen der Ratte greifen an. Na, wie sieht's mit Lebensmitteln aus? Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Sehr gut. Ach, jetzt noch so ein paar Bogenschützen, die schon losballern. Bin zur Stelle. Ja. So, einmal, ja. Ne, da passt sie nicht mehr mit drauf. Okay, gut. Dann einmal damit drauf, bitte. Wobei, besser hier hinten. Da brauchen wir auch ein bisschen Defense. Wenn jetzt da oben einen reinkommen zu müssen, dann habe ich nämlich ein Problem. Da ist auch noch ein Holzfäller, sehe ich gerade. Ja, und die gehen direkt alle nach da oben. Bogenschützen bereit. Jungs, wollt ihr einmal in Bewegung gehen, bitte? Mein Bogen ist euer. Genau, außenrum. Ihr seid so klug, sind Leute. Auf dem Weg. Mein Herr, in Bewegung. Ja, alle umbringen soll Gott sie aussortieren. Bin zur Stelle. Eure Befehle? So. Rücken aus. Doch. Hauen sie wieder ab, die letzten Schisser. Sollen sie sich mal verpieseln. Soll mir recht sein. Ich könnte jetzt natürlich auch einfach frech sein und hier vorne so eine kleine Palisade um die rumbauen und dann einfach alles ringsum mit Bogenschützen voll machen. Wisst ihr was? Wie viel Zeit haben wir noch bis zur letzten Schlacht? Könnte eng werden mit meiner aktuellen Menge an Holz. Aber wir können es ja mal versuchen.
Ah, okay, so ganz nah kann man da nicht ranbauen, aber wir können ja trotzdem ein kleines Areal bauen. Wisst ihr was? Das mache ich mal ganz kurz. Ich baue jetzt einfach etwas, was pottenhässlich aussieht, aber was seinen Zweck, denke ich, erfüllen dürfte. Na, näher komme ich nicht ran. Okay. Und dann machen wir das noch so. Ja. Jetzt brauche ich noch eben ein Torhaus. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Ja, das weiß ich durchaus selbst. Wir benötigen Holz. Da reinbauen? Ja, kann ich doch. Wir benötigen Holz. So, komm, komm, Holz. Bring ran die Latten. Oh, das wird so mies für die. Da freue ich mich jetzt schon voll drauf. Eine kleine Soldatentruppe der Ratte befindet sich auf dem Weg zur Burg. Ja, das will ich doch. Sind auf dem Weg. Ja. In Bewegung. Bogenschützen bereit. Huhu, das wird so mies. Oh, ich freue mich schon. Wir benötigen Holz. Jetzt hoffe ich natürlich nicht, dass die sofort das Tor einreißen. Das wäre richtig mies. Dann hätte ich nämlich ein ziemliches Problem. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Vielleicht sollte ich mir ein paar Truppen zumindest in der Hinterhand behalten und nicht alles auf eine Karte setzen, weil wenn das jetzt da hinten losgeht, habe ich echt ein Problem. Und zwar mit Leben. Die Truppen der Ratte greifen an! Ja, und komm, schießt! Oh ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, das ist sowas von gut. Und sie sind weg. Haha, geil. Okay, war immer noch nicht der letzte Angriff. Egal, gut, dann kann ich noch mehr Truppen ausbilden. Leute, bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Das war eine sehr gute Idee. Also, ja, ich will mich jetzt nicht selber loben. Mein Bogen ist euer. Das ist schon irgendwie geil, oder? Rücken also für aus. Die ist es richtig mies. Wir benötigen aber Holz. Kann das was? Wir benötigen Holz. Ja. Zack. Na, vielleicht sollte ich doch noch mal einen Holzfäller. Also unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Ich hau mal eine Käserei weg und mach dafür einen Holzfäller mehr. Dass ich einfach mal mit der Holzproduktion und mit der Produktion der Bögen ein bisschen nachkomme. Denn vom Geld her und von Lebensmitteln reicht es ja mehr als genug. Also da haben wir mehr als genug. Und ihr, Milord, bitte begebt euch auf die Burg. Was soll denn der Mist? Ich muss keine Truppenvisite machen. So, endlich mal wieder einen Bogen fertig. Das freut natürlich. Bin zur Stelle. Mein Herr, sind auf dem Weg. Eure Befehle? So, ihr geht mal hier rüber. Lords und Ladies. Nein, also ich glaube, Lords seid ihr nicht. Ihr seid Bogenschützen, aber das macht ihr natürlich mit Bravour und Elan. Wie schaut's aus? Ja, viel ist ja nicht mehr. Ich denke, das wird auch der letzte Angriff sein. Bin zur Stelle. Gehe ich zur Stelle. Von aus? Ich weiß es gerade noch nicht, aber in Bewegung. Wir werden es sehen, nicht wahr? Auf jeden Fall werden sie zersiebt werden. So viel steht fest. Bin zur Stelle. Ja, Lord Helmchen muss natürlich wieder bei den Truppen vorbeischauen, anstatt hinten zu sein. Geh mal direkt an die Front. Was kann passieren, außer dass du instant umgebracht wirst? Hm? Wenn der Level mich jetzt den Sieg kostet, das wäre es jetzt natürlich. Aber ich denke mal, der macht sich gerade wieder auf den Heimweg. In die warme Burg. Zu seinem Burgfräulein. Haben wir eigentlich schon eins? Nee, gibt's erst später. Wen eine kleine Soldatentruppe der Ratte befindet sich auf dem Weg zur Burg. Die alte Bessie verhält sich ein bisschen komisch, Milord. Viele andere Kühe ebenso. Na, ob das der letzte ist, weiß ich gerade noch nicht. Vielleicht kommt doch noch einer dazwischen. Egal. Bin zur Stelle. Werden alle zersiebt. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Mein Gott. Wir verlieren ein bisschen Gold. Hab ich viel Käse. Bin zur Stelle. Ja. Da wäre ja Frau Antje schon neidisch auf mich. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Könnte ich fast die Rationen noch mehr erhöhen? Die Truppen der Ratte greifen an.
Oh, Jungs. Ihr habt es echt den Falschen ausgesucht. Huhu. Und alle sind weg. Mein Gott, habe ich die zersägt. Na, ein Angriff kommt noch. Übrigens seht ihr hier mal so ein Ausrufezeichen. Das ist immer, wo gerade die Action ist. Also wenn wir angegriffen werden, dann springt die Kamera da automatisch hin. Das habe ich, glaube ich, noch nicht erklärt. Aber jetzt wisst ihr es ja. Und ein weiterer Schütze. Bin zur Stelle. Ja. Und noch einer. Und noch einer. Sehr schön, so läuft das doch. Bogenschützen bereit. Sind auf dem Weg. Ja, man kann niemals genug Bogenschützen haben. Das werdet ihr auch noch in zukünftigen Missionen sehen. Apropos niemals genug. Wie viel haben wir eigentlich? 35. Nein, das ist nicht genug. Wir verlieren ein bisschen Gold. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Entschuldigung, lieber Sprecher, du hast Kanonenfutter falsch ausgesprochen. Spielt vor sich hin. Die Radegunde Schäffler. Radegunde, was ficht euch an, eine der andere Gossensprache an den Tag zu legen? Ich bin perplex. Bin zur Stelle. So, mehr Bogenschützen braucht das Land, aber dafür brauchen wir erstmal mehr Bögen. Wisst ihr was, komm, was soll der Geiz? Hauen wir noch einen Pfeilmacher raus. Jetzt haben wir zwar nur einen Bürger, der ein Bogenschütze werden kann, aber da haben wir im Zweifelsfall eine Sekunde Wartezeit, dafür aber viel schneller neue Bürger. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt. Na komm, einmal sein. Niederknien, mir die Treue schwören und die ran an die Bulletten. Die Ratte greifen an. Ja, da ist er. Ja, und dann habe ich sie gesägt. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Jupp. Naja, überlebt wäre jetzt untertrieben. Mein also, Bogen ist schon euer. Ziemlich rasiert, die Feiglinge sind davongelaufen, Sire. Wir holen sie nicht mehr ein. Sie verraten uns mit Sicherheit. Kann doch gar nicht sein, ich hab doch alle umgebrezt. Aber egal, Hauptsache wir haben gewonnen. Sieg! Hurra! Sieg! Keine Truppen verloren, 10.000 extra Bonuspunkte, das macht 15.000 Punkte. Fantastisch, das schreit doch nach einem köstlichen Braten. Ihr habt viele der Patrouillen der Ratte zurückgeschlagen. Doch einige Versprengte überlebten den letzten Angriff und sind entkommen. Ihr habt zwar noch keine neuen Befehle erhalten, doch ihr könnt nicht zulassen, dass sie den Herzog de Puys erreichen und euren Standort aufdecken. So, damit hätten wir das letzte neutrale Gebiet für uns beansprucht und wir dringen in das in die Ländereien der Ratte ein, alias Herzog de Puys. Allerdings werden wir das erst beim nächsten Mal machen. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. War schön, dass ihr dabei wart. Würde mich natürlich auf einen Kommentar freuen. Vielleicht auch einen Daumen nach oben oder ein Abo. Wäre geil. Aber auch wäre es richtig geil, wenn ihr beim nächsten Mal dabei wärt. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss, Sikowski.